in der stehenden Tätigkeit während der Schwangerschaft ist eine gute Haltung wichtig. Ich bin Viviane Velardi. Ich arbeite seit 7 Jahren als Fitnessinstruktorin bei Bagifit. Mein Name ist Sandra Begle und ich erwarte mein zweites Kind. Der Schwerpunkt verlagert sich in der Schwangerschaft nach vorne. Durch das müssen die Rückenmuskeln mehr arbeiten, was häufig zu Rückenproblemen führen kann. Das richtige Stehen kann dem entgegenwirken. Das Gewicht vom Körper darf man gut auf beiden Fußsohlen verteilen. Man darf während der Schwangerschaft auch ein bisschen breiter dastehen als sonst. Die Knie sollte man leicht im Gelenk lassen, nicht ganz durchdrücken. Das Becken sollte in der Neutralposition sein. Das heisst nicht nach vorne kippen, aber auch nicht nach hinten, sondern schön in der Mitte. Das Becken nach vorne und hinten kippen kann man auch als Entlastungsübung machen. Wenn man dann die Neutralposition gefunden hat, Baby nahe unter dem Herzen tragen, Brustkorb öffnen, Schulter nach hinten, Arm locker lassen, Kopf balancieren und in dieser korrekten Haltung Gewicht verlagern als Übung und auf einem Bein stehen. Schnaufen und dann wechseln. Viel Spass beim Ausprobieren und übrigens, wer viel steht beim Arbeiten, dem werden die Stützstrümpfe empfohlen.